Tschüss. Sie hat heute Morgen ganz schön Papa gesagt, wa? Ja, hat sie ganz schön gesagt. Okay. Ja. Schon ein bisschen sprechen. Guten Morgen, wir machen auf. Okay. Und die Mutti geht zum Arzt. Das Kind tauglich schreiben für die Kita. Ja, und ich bin kaum drin, hab kaum das Licht angemacht, 9.05 Uhr und ich muss schon, weil heute kommt gleich einer hier das Ding abholen, das habe ich gestern nicht mehr geschafft. Ich muss hier den Zug spannen. Also hier ist von der Schaltung, Nexus 7-Gang, da ist der Zug ein bisschen locker. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber irgendwie hat da jemand den Zug zu locker eingebaut oder was weiß ich. Aua, und das genau wollte ich nicht. Warum ist hier keine Kappe dran? Ah, Mann, ey. Warum zur Hölle ist hier keine Kappe dran? Ah, sich an den Dingern verletzen, das tut echt weh. Ha! Zack. Wir sind zu locker, Leute. Eieieiei. Ha! Immer noch zu wenig. Das kann man ungefähr gelten lassen. Der ist noch ein bisschen locker, aber das wird gespannt. Jetzt machen wir oben, hier oben die Einstellschraube hier, die hier. Die spannen wir ein bisschen und dann schalten wir einen Gang. Wo ist denn der 1? 1, 2, 3, 4. In Gang 4 und überprüfen mal die Einstellung hier oben. Und siehe da, einwandfrei. Seht ihr das? Ne, seht ihr nicht. Wir überprüfen mal die Einstellung hier unten. Und seht ihr, einwandfrei. Wir können noch ein bisschen sogar spannen. Ein bisschen Mühe. Können wir noch machen. Drehen wir hier noch Mühe raus. Und das war's. Ja, perfekt. Ja, das war jetzt schnell einstellen am Morgen. Jetzt kann ich in Ruhe auspacken, aufbauen draußen. Alte Ruhe. Müll sammeln draußen. Naja, das wird ganz schön. Ich bin ja wohl gespannt, wie das am Montag dann mit der Schule wieder losgeht bei der Kinder. Was gibt's für Neuigkeiten? Wolfgang, die News bitte? Die News bitte? Neuigkeiten nach Rücktritt der Bausenatorin Lomscher im Visier der Staatsanwalts. Trauert in Beirut. Also wer weiß, was das wieder für Idioten da waren. Naja, überall. Ich sage, Europa sind alles so kaputt gemacht. Heute Morgen haben sie angesagt zum Radio, da waren die, der von der Riga-Straße, der Anwalt und der noch einer da, die Bienen und der Hausbesitzer. Die wollen die Staatsanwälte verklaren, die Geisel und die Staatsanwälte. Weil sie die Leute nicht machen können. Das haben sie den ganzen an. Weil die Anwälte, die können die Leute nicht verklaren. Weil die Anwälte alle richtig was probieren. Haben sie alle versteckt, schon 3-4 Jahre. Ja. Tote Hose jetzt geworden, war bei uns hier, war. Die Kumpels alle weg, wa?
vielen Frauen sind auch ja nicht mit. Wir sehen die Züchter, weil wir kommen wohl ja nicht mehr. Und für die Maskenpflicht, ja. Machst du Kontrolle, ja. Das hat er was vorstellen. Ja, die alle zu einführen. Wahnsinn. Heute ist ja gar nichts los, zumindest bis jetzt. Und wenn ich jetzt was anderes machen will, dann geht bestimmt die Hölle los. Wieso hat der nur 3%? Man weiß es nicht. Okay, solange es funktioniert, funktioniert. Die Kette muss gewechselt werden hier. Sagt zumindest die Besitzerin des Rades. Eine Kette hält nur einen Bruchteil, wenn man sie nicht pflegt. Diese Kette hier wurde nicht gepflegt. Einfach nur gefahren, gefahren, gefahren. Also lösen wir die Kette mit dem Kettenhieter. Hi. Hi. Ich wollte zurückbringen. Der Bauer? Ja, genau. Bin ich oben angeschlossen. Wie war's? War gut. Hat alles funktioniert. Schön. So, zu verbauen haben wir jetzt eine Taya-Kette. Mit so einem, was ist das, Snap-on-Verschluss oder sowas? Wie nennt man sowas? Hab's vergessen. Ist auf alle Fälle eine recht stabile Kette, kann man nicht gegen sagen. Schon ganz nett. Kürzen auf die gewünschte Länge. Moin! Hey. Ja, bitte. I just say it. Yeah. I bought a bike and I was wondering if you have any locks or you know where I can buy one from. I have locks. I have hier. Na gut, was sollen wir hier lang schnacken? Lebst du noch? Joden Morgen! Joden Morgen! Was ihr wird? Na, möchten Sie den Sattel zurück, den dicke? Ja, wenn du ihn nicht brauchst, nehme ich ihn auch zurück. Ja, ja, ja. Ich würde, es macht keinen Sinn in meinem Leben. Es erfüllt dein Leben nicht mit Sinn und Zweck. Ei. Der Sattel muss drum wieder weg. Ja. Ja, ja, ei. Wow, das ist so für ein Buch. Ha? Kinderbuch, ja. Mit Max und Moritz vielleicht. Max und Moritz, die zwei beiden, der eine konnte wieder Max, der andere noch den Moritz leiden. Und da fängt es an und irgendwann ist es wegen die Fahrradsattel. Ja, das ist kein Problem, das kann ich alles. Nein, genau. Einfach machen. Ja. Frau, kann ich denn so kurz eine, was soll das sein, 12er oder 13er? 13er. 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 Und dann haben wir die Kette schon drauf. Ja, schön. Das war der kurze Kettenwechsel, den ich absolut einkürzen muss. 25 Minuten sind um. Davon habt ihr nichts mitbekommen.
Das, was ihr aber mitbekommt, ist Folgendes. Ich habe die Gabel da fürs Peugeot. Falls ihr euch noch entsinnt. Peugeot. Naja, das ist doch toll. Und damit ist es jetzt eigentlich gerettet. Und das ist doch... So soll es doch sein. Also man muss natürlich jetzt... neuen Steuersatz einbauen, weil der alte Steuersatz, der ist halt durch, der ist auch Peugeot-Maß, das ist so ein bisschen ein anderes Maß, der hat die Schraubgewinde sind so ein bisschen eine andere Steigung, beziehungsweise minimal dünnerer Durchmesser. Und ja, und jetzt können wir Peugeot aufbauen. Dann kommt das mal alles wieder raus hier. Okay. 3,5. Ich liebe es ja, wenn die vorne ein bisschen größer sind. Perfekt, ey. Gut, passt auf alle Fälle. Jetzt ist der Probelauf. Jetzt halt nochmal mit Fett. Und wieder zusammen.
Yay. Tumblr. Au. Uhu. Laura. Habe ich natürlich vergessen. Ich habe natürlich vergessen hier total. Das ist ja ein Klapprad. Da kannst du ja nicht so eine kleine Pelle drin bohren hier. Ja, ein bisschen sportlich agil, wa? The Racer. Naja, gucken wir mal. Mal gucken, wie es fährt. Sich voll bequem, voll lässig. Cityflitzer, Cityblitz, unser Cityblitz. Okay, machen wir noch mal ein kleines Fachvideo hier. Was haben wir hier? Tretlagerschaden. Altes System. Ich baue Tretlager aus und baue das neue Tretlager wieder ein. Ich beginne mit den Pedalen, weil hier der Kurbelarm so ausgeschlagen. Den muss ich auch ersetzen. Vierzehner Tretlager Achsschrauber. Raus und weg. Hi. Ja, bitte. Was darf es sein? Darf ich, muss ich, soll ich eine Maske aufziehen? Darf ich, muss ich, soll ich eine Maske aufziehen? Die Schaderrostbolzen. Oh, Gott sei Dank.
Sehr, sehr schick. Nuki übt mit dem Balancerad. Na los. Ja. Schön. Es ist so seekrassig. Super! Okay, es ist wert. Quatschkopf! Die Kamera stürzt dauernd ab. Aber ganz neu. Apropos, der Computer stürzt auch wieder ab. Aber ganz neu. Also ich habe den jetzt wieder vom Internet befreit und wieder zurückgesetzt. Und beim dritten Mal zurücksetzen hat es jetzt geklappt, dass ich wieder schneiden kann und wieder umständlich hochladen kann. Über zwei Computer. Es klappt leider nicht. Ingolf, was wir gemacht haben, klappt nicht. Oder was du da eingerichtet hast. Das Update hat er sich tatsächlich, Windows hat sich über deine Sperre hinweggesetzt und hat gesagt, nein, ich brauche jetzt ein ganz wichtiges Update. Und das war's. Und danach ging nichts mehr. Dann habe ich den Tag noch bis Mitternacht 2 Stunden gebraucht, um das Ding wieder... 2 Stunden habe ich da gesessen und habe den immer wieder neu gestartet, immer wieder zurückgesetzt und immer wieder... Das Ding jetzt hin und her... Dann habe ich einmal kopiert, angefangen mit kopieren und dann ist er bei der Hälfte abgestürzt. Bluescreen. Und dann habe ich wieder angefangen, wieder zurückgesetzt und musste alles nochmal kopieren. Oh, der Ätz, der pure Ätz. Ich habe eigentlich einen Auftrag gelassen für Achim morgen. Denn morgen vertritt mich Achim, weil wir müssen zum Arzt. Übermorgen müssen wir zur Einschulung, da vertritt er mich auch nochmal. Da bin ich sehr glücklich drüber. Wie gesagt, so, das klappt wunderbar. Das Bauer wird der Achim morgen aufbauen. Also aufbauen ja nicht, da ist ja nichts aufzubauen. Sondern er soll die Narbe einmal säubern, zerlegen, säubern, fetten, zusammenbauen. Das kann er nämlich eigentlich ganz gut. Neue Reifen raufziehen. Bremse ist gemacht, ist gerade frisch. Und Licht, also Lichtanlage. Dann kommt das hier dran. Auch ein bisschen was dran zu machen, das alte Diamant hier. Gepäckträger ran. Auch Licht dran, Lichtanlage ran mit Dynamo. Den Reifen hinten drauf, Schlauch wechseln. Auch so kleinen Schritt. Oh, gebe ich ihm nochmal 2 Stunden. Das ist ja alles keine
Das ist ja alles nichts Großes eigentlich. Okay, 2 Stunden sollte man da dran nicht schrauben. Und dann hat er tatsächlich noch ein Ding zu machen, glaube ich. Oder waren es die beiden? Ja, ich glaube, das war's. Die beiden Räder sind zu machen. Weiter ist nichts. Was ist denn Ding? Ach so, nee, doch, dann kommt noch eine Bestellung hier. Da kommt noch einer, der ist bestellt. Da muss einfach ein Vorderrad umgebaut werden von normal Seitenläufer-Dynamo auf Nabendynamo. Das ist kein Hit. Die Lampe ist da, das Laufrad ist da, wird einfach die Decke umgeschraubt, drin gebaut. Sollte kein Problem sein. Lampe anbauen, verkabeln, fertig. Das für morgen. Das sind ein paar gute Aufträge. Und aber auch, ich habe seit langem mal wieder eins meiner ehemaligen Leihräder soll ich in neu bestellen. Eine Kundin möchte das gerne haben. Und das habe ich jetzt ein Neurad. Es ist noch nicht verkauft, aber ich soll es bestellen und dann ist es hoffentlich verkauft. Also ich hoffe, das geht sich aus. So. Das kriegen wir so hin. Ja, das ist noch, was gibt es noch zu sagen? Also das für morgen. Dann kommt noch eine Kundin zurück, genau, die hat das Raleigh, was ich umgebaut habe, diesen jahrelangen Umbau. Jetzt bestimmt 1,5 Jahre oder so, hängt ja diese Draht schon halbfertig hier. Diesen jahrelangen Umbau. Den fährt sie Probe und entscheidet sich morgen, ob sie es kauft oder nicht. Das wäre mal wieder eine kleine Bestätigung, dass es sich doch lohnt, alte Rahmen eben so schön aufzubauen, weil es fährt sich auch genial, weil es ist einfach alles gemacht. Alles neu dran, alles was wichtig ist, ist auch neu dran. Alle Lager, Bremszüge etc., Bremshebel und so weiter. Das Ding ist komplett neu eigentlich, ja. Bis auf Rahmen, Gabel. Noch was? Und das gebrauchte Schaltwerk, das Dior-Schaltwerk, was ich jetzt dran habe sozusagen. Der Rest ist tippitoppi. Ja, und da freue ich mich auch schon drauf auf das Ergebnis. Wahrscheinlich, also wenn es ihr nicht zu viel Geld ist, wird es nehmen. Ja, das ist wahrscheinlich noch so immer die Frage, die Gretchenfrage. Gut, ich habe morgen frei, beziehungsweise sind wir beim Arzt und dann bin ich hier. Also bis morgen, macht die Tüte, bis dann, ciao, sagt der Tommy.